Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Part 11 zu Pokémon Purpur auf der Nintendo Switch natürlich wieder. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen natürlich hier direkt weiter in diesem Part und ja, gehen wahrscheinlich zum Herrscher der Drachentäuschung auf jeden Fall als nächstes. Danach können wir natürlich im nächsten oder übernächsten Part mal schauen, wie im Hintergrund schon zu sehen. Möchtest du den Montanatan-Angriff nehmen? Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich auch demnächst natürlich hingehen und so. Wir haben natürlich auch noch unten links die Azarilla Arena, die können wir natürlich auch demnächst noch in Angriff nehmen. Ich weiß noch nicht, wie schwierig die Pokémon dort sind an der Stelle. Aber ich würde sagen, wie gesagt, erstmal machen wir hier oben den Herrscher-Pokémon. Ja, folgen so diesen Weg hier, würde ich sagen, einmal komplett rum. Und farmen hier im See natürlich gern noch so nebenbei ein paar neue Pokémon. Hier oben ist ja übrigens noch der Knusperwaldweg. Müsste man schauen, vielleicht rennen wir dann demnächst in den Parts auch nochmal rum. Ja, und dann auf jeden Fall im übernächsten oder nächsten Part, wie gesagt, gerne auch den Montanatan-Berg. Ich würde sagen, erstmal steige ich auf und folge dem Weg. Der ist schwer, schreibt Sebastian, gerade im Live-Chat. Ja, schön, dass du reinschaust. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Das freut mich natürlich. Du meinst den Herrscher, der ist schwer. Okay. Ja, in Karmesin war ich ein bisschen überlevelt. Und hier im Purpur natürlich noch ein bisschen unterlevelt. Aber wir haben ja im letzten Part so ein paar neue Pokémon gefarmt. Ja, jetzt nochmal ins Team schauen, wie man hier sieht. Also Krokel, Lokroko, beziehungsweise Krokel sage ich gerade. Ja, Lokroko haben wir ja schon. Ist das schon Level 31, Adebom 28, ja, Noctuska 37, muss mal schauen. Ja, folgen wir erstmal dem Weg, wie gesagt, wenn hier natürlich Kämpfe kommen oder neue Pokémon auf diesem Weg, den wir jetzt abfahren, den ich ja gerade gezeigt habe, dann nehmen wir die natürlich gern mit. Die Region hier außenrum und so. Also hier, wenn man so schaut, da können wir natürlich gerne online irgendwann mal rumrennen. Hier sehe ich gerade, wäre direkt ein weiteres Pokémon, oh. Ja, wir sagen, Ball drauf ist 33er. Sebastian schreibt noch, ja, den habe ich heute geschafft. Okay, ja, das ist natürlich schon mal sehr cool, dass du den schon mal hast. Da gibt es natürlich auch wieder neue Technik und so, ne? Hier haben wir Snowbillycat. Ja, die Technik möchte ich natürlich unbedingt haben. Im letzten Part haben wir die Mesclara Arena gemacht und so. Ich würde sagen, hier erstmal draufhauen, oder? Einmal auf das Snowbillycat, Lokoko. Wird ganz leicht angekratzt einmal. Die letzte Technik schreibt Sebastian. Ach, bei dir schon die letzte? Okay. Ja, es gibt ja noch weitere Herrscher-Pokémon, wo weitere, ja, Techniken natürlich noch kommen, die man erlernen kann und so. Ja, kenne ja alles aus Karmesin, wie gesagt, da haben wir auch, ja, die Hälfte der Story sogar mitgemacht und so. Und ja, hier machen wir die ganze Story. Das heißt, das komplette Game zu 100%. Wenn wir irgendwann mal mit der Story durch sind, muss ich schauen, können wir natürlich auch sehr gerne noch weiterhin weitere Parts machen, also Online-Song, Terra Raids und ja, die Pokémon-Farm, Pokédex vervollständigen, was ja auch mit dazu gehört eigentlich in dem Sinne. Denke ich mal, werde ich natürlich nach der Story auch noch weitermachen und so. Sehe gerade, unser Lokroko muss aber geheilt werden, oder? Ja, leider habe ich es heute nicht früher geschafft zu streamen, aber ja, in letzter Zeit ist ja immer spät bei mir so in dem Sinne. Ich muss immer die ganzen, ja, die ganzen Thumbnails für YouTube und so, dies und das noch bearbeiten. Manchmal dauert das echt ewig, wie gesagt, so. Aber ich würde sagen, bei mir passt das im Moment. Ja, somit haben wir sogar schon den 11. Part zu Purpur hier. Ich sehe gerade, Snowbillycat ist im gelben Bereich. Dann schmeiße mal normalen Pokéball. Und hoffe ja, dass wir ihn jetzt... Ne, kann nicht sein, oder? Dann würde ich sagen, schmeiße... Superball. Lokroko im roten Bereich. Ja, schmeiß auf jeden Fall Superball, oder? Das, Sebastian schreibt, ja, 7 Orden schon. Ja, ja, Glückwunsch natürlich an dich natürlich. Ja, ich muss schauen, in Karmesin muss ich ja, wie gesagt, auch nochmal privat eigentlich durchrennen, da der Spielstand dann leider weg ist. Hab ja alles fertig gehabt in Karmesin. Also die komplette Story, alles drum und dran. Pokédex sogar fast zu 100% ja, vervollständigt gehabt. Ich sehe gerade, wir können eine neue Technik erlernen. Flammenwurf. Schauen wir mal. Wäre Stärke 90 sogar. Oh, nice, nice, nice. Dann würde ich sagen, ein Äschern weg. Und dafür auf jeden Fall die neue Technik hier. Für Lokroko. Flammenwurf. Ja, nice. Nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ja, und natürlich neuer Eintrag, somit Snowbillycat. Es ist aufbrausend, richtet es seinen Schweif auf, ist Vorsicht geboten.
Das ist ein Anzeichen dafür, dass Nobilicat gleich losspringt und zubeißt. Auch nice, oder? Und ja, erstmal aber die Box natürlich. Nehmen, schreibt Sebastian. Meinst du die Technik gerade, oder? Unsere Nobilicat ist Nummer 142. Ja, wie gesagt, so ein paar Pokémon nehmen wir natürlich mit. Die Wasserarena haben wir geschafft im vorletzten Part so auch noch. Zum Glück, da ich so Noctuska gefunden habe, in der Brutzelbüste und so, war schon auf jeden Fall krass. In Karmesin, wie gesagt, da war ich total überlevelt. Da waren die Arenen alle total easy, auch die ganzen, ja, die ganzen Herrscher-Pokémon, da bin ich eigentlich so durchgerannt in dem Sinne, wie man gesehen hat im Let's Play auch und so. Ja, die andere Hälfte hat die ja privat gemacht, also so die erste Arena in Karmesin. So, schauen wir mal. Hier haben wir sogar Mastifioso, sehe ich gerade. Das ist das Pokémon von Pepper, ne? Ja, würde ich sagen, fangen wir ein. Auf jeden Fall. Pepper hat ja das Mastifioso hier. Würde ich sagen, nehmen wir direkt einmal mit, oder? Wenn wir das schon hier gerade direkt sehen. Würde ich sagen, sehr, sehr gern sogar. Erstmal Supertrank natürlich. Hätte auch eben heilen können schon in dem Sinne. Ach, Supertrank heilt noch nicht mal komplett im Moment, okay. Und Mastifioso zieht ganz schön viel ab. Ich beiße ihn mal, glaube ich. Dinner Sebastian schreibt noch, gestern hast richtig auf Sack bekommen in der Arena. Ja, auf jeden Fall. Also in dem einen Part haben wir zwei Versuche gehabt. Beziehungsweise da waren wir richtig unterlevelt. Die Pokémon dann nur Level 15 bis 20 war das irgendwie noch. Und er hatte ja Level 29er. Ja, mussten wir natürlich erstmal neue Pokémon in der Brunzelbüste holen und so. War schon krass eigentlich, kann man sagen. Ja, total unterlevelt. Haben wir hier übrigens ein Shiny. Sieht das anders aus? Ich wollte gerade sagen, das sieht anders aus hier. Ne, sieht auch so aus wie die anderen, ne? Okay, ist keine Shiny. Wollte gerade sagen, das war irgendwie der Schatteneffekt. Dadurch sah das Pokémon irgendwie ein bisschen anders aus eben gerade zuerst. Übrigens das komische Palmen-Pokémon hier. Oh nice, das haben wir auch noch nicht, ne? Wie hieß das? Tropius. Ja, würde ich sagen, direkt einmal Pokéball drauf. Und dann würde ich sagen, folgen wir natürlich gleich den Weg, weil ich möchte unbedingt den Herrscher der Drachentechnik natürlich einmal platt machen. Ich würde sagen, einmal beißen. Ja, und wie gesagt, im See hier, da können wir natürlich auch gerne danach, wenn wir den haben, noch so ein paar Pokémon farmen. Gibt es ja sehr viel Wasser-Pokémon und so. Ich würde sagen, ich hau nochmal drauf mit Kanon. Okay, ich würde sagen sogar nochmal, oder? Mindestens im gelben Bereich muss er sein. Aber das ist auch ein sehr cooles Pokémon hier übrigens. Tropius, oder? Ja, dann würde ich sagen, nochmal drauf. Immer noch grüner Bereich. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall wieder direkt, ich würde sagen, erstmal mit normalen Pokébällen drauf und so. Ja, das klare Arena übrigens war ja ganz easy in dem Sinne. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt schon bessere Pokémon auch und so. Die Arena-Prüfung irgendwie finde ich immer noch sehr cool, weil da muss man auch so ein bisschen rätseln. Eigentlich so die anspruchsvollste Arena-Prüfung in der Messklare Arena da, noch. Mit dem Restaurant, eigentlich schon sehr cool. Okay, das würde ich sagen, direkt wegdrücken erstmal. Ja, somit Tropius, neu registriert ist Pflanze, Flug sogar mit drin. Da es immer nur die gleichen Früchte aß, begannen köstliche Früchte an seinem Hals zu wachsen. Eigentlich, wie gesagt, ist das so ein cooles Pokémon, oder? Pflanze. Ich bin sogar am überlegen, das zu trainieren. Wir haben eine Pflanze, ein Pflanz haben wir im Team im Moment. Ja, und das nächste Pokémon rennt natürlich direkt rein hier. Haben wir das überhaupt? Ja, Mobtiff haben wir, okay, das heißt... Einmal Flucht, aber natürlich gescheitert. Und was? Lokroko direkt verwehrt. Kann nicht sein, oder? Kann immer noch nicht fliehen, oder wie? Das nervt, wenn man nicht fliegen kann, ne? Aber jetzt, okay.
Würde sagen, direkt nochmal mit Autoangriff drauf. Damit das hier nicht mehr nervt, das Mob-Tiff. Und da vorne ist auch ein Kampf, sehe ich gerade noch. Okay. Ja, was ich gerade sagen wollte, Noctuska ist ja Pflanze. Noctuska ist aber das Ärgerliche, reagiert manchmal nicht auf die Befehle. Das ist auch sowieso überlevelt im Moment. Wir brauchen unbedingt auch mehr Arena-Orden und so. Jetzt noch mal schau. Ja, hier, das wäre ja Level 35. Ich glaube, ich tausche das erstmal aus mit Noctuska hier. Und irgendwie gefällt mir das, das Tropius hier. Ja, nehmen wir das erstmal mit rein. Ja, und schauen den Weg weiter. Und Sichlor hier. Oh, nice, nice, nice. Direkt Pokéball drauf. Sichlor auch sehr cooles Pokémon. Kennt man auch von damals auch so. Würde ich sagen, natürlich direkt erstmal einmal beißen wieder. Ja, Sichlor muss mit, würde ich sagen, oder? Hat auf jeden Fall Nostalgie. Das Sichlor hier kennt man auch aus dem Anime von damals und so. Würde sagen, einmal sonst kann man. Also töten möchte ich es ja nicht, deswegen Flammenwurf setze ich glaube ich nicht ein. Und das Seni-Saal übrigens ist auch sehr cool mit der Technik, die wir gestern eingesetzt haben in der Mesclara Arena. Muss ich sagen, mit diesem Pökelsalz, was wir da aber eingesetzt haben, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich glaube, das werde ich auch weiterhin trainieren. Nein. Lokrogo aber rausgekickt. Nicht wahr, oder? Das ist sehr ärgerlich. Dann würde ich sagen, nächstes Pokémon natürlich erstmal nimmer. Ah, welches wäre jetzt gut? Nimm mal so ein Seelisal mal rein. Ja, Sichlor muss mit. Das muss auf jeden Fall ins Team. Würde ich gerne irgendwann sogar auch gerne als Shiny haben. Ja, hier Pökelsalz, genau, das würde ich sagen, wende ich sogar mal an. Weil dann verliert er immer automatisch immer so ein bisschen Energie und ja, ich könnte nach und nach dann die Pokebälle draufhauen. Nein, jetzt haben wir es komplett gekillt. Ja, war natürlich nicht geplant. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, und übrigens das Pokémon in der Wüste, was wir besiegt hatten, das Herrscher-Pokémon lief ja noch da rum, aber ist im Moment auf Level 45. Könnten wir sogar noch einfangen oder halt in Zone 0 irgendwann im Schlund. Da kann man es natürlich auch einfangen irgendwann. Denk mal, dass es da auch rumrennen wird, ne? Sogar Sebastian schreibt noch, das mache ich auch noch, Shiny Hunting. Ja, ich denke mal auch, dass Darby irgendwie sogar Bock drauf, auf jeden Fall. Dass so, also nach dem Postgame und dies und das, wenn man die Story alles durch hat, dass man da auf jeden Fall noch so ein bisschen online weiter zockt, wie im Karmesin auf jeden Fall. Und natürlich so auch ein bisschen Shiny Hunting macht, habe ich irgendwie richtig Bock drauf. So, jetzt habe ich gerade gesehen, da war hier vorne. Ist es wieder weg? Ist wieder weg. Hier war eben so ein Ciara oder so, glaube ich, ne? Ach, hier. Oh, nice, nice, nice. Einmal direkt Pokéball drauf. Das war doch, glaube ich, Ciara, oder? Ne, Ciana. Ah, okay. Ja, das möchte ich natürlich auf jeden Fall natürlich auch haben. Muss nur schauen, wie ich erstmal drauf hau. Ich würde sagen, pflücken mit Pflücker. Ja, Ciana, sehr cooles Pokémon, möchte ich auf jeden Fall haben. Ich würde sagen, sogar noch einmal mit Alebohm drauf da. Ja, jetzt könnte man eigentlich sogar direkt Pokéball draufhauen. Ja, ein Karmesin, mein Shiny Ferkuli, das habe ich ja schon wieder, habe ich ja schon erzählt, das habe ich auch wieder neu gefangen. Und das haben wir auf jeden Fall schon mal wieder eingesagt in Karmesin. Im Moment das einzige Shiny, da die anderen Daten da leider alle weg sind, auch von Schwert und Schild und so. Sehr ärgerlich, aber ja, was soll man machen in dem Sinne, ne? Wenn die Daten weg sind, sind sie weg. Kann man nicht machen, kann man sich nur ärgern. Oder halt alles neu spielen. Ja, das war auf jeden Fall, das muss davon gekommen sein, weil ich die Daten da von der alten Switch rübergeportet habe auf die neue. Also das ganze komplette Profil rübergeportet habe. Aber was ärgerlich ist, eigentlich stand auf der alten Switch und auf der neuen, dass die Speicherdaten auch mit übernommen werden. Ja, wie es aussieht, wurden sie nicht übernommen und komplett gelöscht irgendwie. Mit den feinen Haaren, die seinen ganzen Körper bedecken, nimmt es Luftströmungen wahr. Dadurch sagt es gegnerische Attacken voraus.
Ja, auf jeden Fall Psycho, Sonnen-Pokémon, auf jeden Fall Ziana ist doch geil, oder? Würde ich sagen, Highlight-Pokémon. Wenn ich so Highlight-Pokémon sehe, muss ich die auf jeden Fall haben. Nummer 183, okay. Ja, die anderen kann man natürlich immer noch farmen. Wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall gleich den Weg auch weiter und so. Dann sage ich hier erstmal schnell aufheilen alles. So Kroko natürlich direkt. Ja, direkt beleben natürlich. So, dann können wir auch auf jeden Fall hier den Trainer mitmachen. Ich würde sagen, nehmen wir ihn auf jeden Fall in Angriff. Somit erster Kampf in dem Part hier. Ich habe eine Lieferung an den Kampfplatz von Mess Clara zu erledigen. Ja, von da kommen wir sogar gerade. Aus dem letzten Part Push aus Mess Clara. Der Damian hier, Lieferant. Oh nice, er hat das eine Pokémon schon weiterentwickelt anscheinend, genau. Das ist ein Altaria, genau. Ja, Flammenwurf. Testen wir direkt mal die neue Technik von Lucroco hier. Wenn es dann klappt, ja, klappt. Okay, bringt bei Altaria nicht so viel im Moment, okay. Dann würde ich sagen, aber beißen. Ja, ich werde natürlich irgendwann, wenn ich so shiny Pokémon habe, dann werde ich die natürlich trainieren. Und statt die normalen Pokémon, ist ja logisch, da die natürlich besser sind und shiny halt. Kanon einmal drauf und natürlich Attacken, also TMs beibringen. So wie bei Lucroco. Ich glaube, Lucroco als shiny zu bekommen, wird glaube ich schwierig. Also zumindest die Starter-Pokémon ist ein bisschen schwieriger, da die also nicht so hier rumrennen und so. Ist das da ein bisschen anders, so. Ich habe hier gar keine gute Attacke. Ich könnte Lucroco sonst austauschen. Altaria steckt einiges ein. Das hat ganz wenig Energie gerade abgezogen. Okay. Ganz kleinen Zipfel sogar. Und dann mit Flammenwurf war da drauf. Vielleicht kriegt es dann noch Verbrennung. Könnte auch sein. Sonst Senisalm mit Pökelsalz. Senisalm würde ich sagen auf jeden Fall beste seit gestern. Nachdem wir das dann mit Pökelsalz hatten da in der Arena, muss ich sagen, sehr cooles Pokémon. Wenn man das Pökelsalz einmal einsetzt, zieht das natürlich dauerhaft Energie ab, so. So, Kroko gleich down. Aha, ich würde sagen, einmal heilen, Top-Trank hebe ich auf. Jetzt haben wir gerade mal den ersten Kampf auf der Strecke und kommen noch nicht mal richtig gegen an hier. Und Lucroco schläft natürlich ein, super. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal kurz, ich würde sagen sonst mal kurz zum Testen. Tropius haben wir neu im Team. Ist er Pflanze, Flug. Sebastian Schrimmer ist auch ein Drachentyp. Mein Santaria, ne? Okay, Tropius hält schon mal ein bisschen mehr aus, sehe ich gerade. Würde ich sagen Zauberblatt, Tesmo. Ach, Zauberblatt hatte ich übrigens, glaube ich, auch mit... Ja, Felori bzw. Mascagato in der Karmesin-Version. Und damals ja sogar ein Pokémon Schwert und Schild und so. Was ist geil, weil wie das eine Pokémon hieß, da hatte ich glaube ich auch Zauberblatt, die Technik. Schauen wir mal, Rundumschutz, was wäre das? Also nur schützt eine Runde lang vor Angriffen, die alle Pokémon auf der Seite des Anwenders treffen. Oh, auch gar nicht mal schlecht, die Technik. Rundumschutz ist natürlich sehr cool. Wirbelwind weht das Ziel weg und ersetzt es durch ein anderes. Auch geil. Stampfer könnte man noch machen, ist normal. Machen wir mal Stampfer. Nein. Auch eingeschlafen, Tropius. Super. Würde ich sagen, schauen wir direkt. Senisalm, würde ich sagen. Im Moment beste mit Pökelsalz. Wenn wir dann zum Einsatz kommen mit Pökelsalz hier. Jetzt Feuerudern ein. Okay, wir kommen auf jeden Fall mit Pökelsalz, glaube ich, zum Einsatz. Setzt. Ne, Mord verfehlt die Attacke. Ich wollte gerade sagen, wir werden wieder eingeschläfert. Wäre jetzt ja krass gewesen, oder? Ja, so mit Pökelsalz drauf, das heißt, Altaria müsste gleich sterben. Ja, auf jeden Fall nächster Treffer direkt. Durch unser schönes Pökelsalz hier. Weiß aber noch ein Pokémon hat. Chevron, setze als nächstes ein, okay.
Ja, wie gesagt, Selisal werde ich auf jeden Fall bei Shio erstmal weiter trainieren. Weiter im Helm, im Team behalten, Champ rum. Ist die Weiterentwicklung, glaube ich, von Mehikel, ne? Nimm mal direkt Pökelsalz. Ja, dann hauen wir weiter mit Pökelsalz erstmal drauf. Zumindest einmal zum Anfang. Ja, und danach würde ich sagen Bunny Slam oder so. Ja, machen wir direkt Bunny Slam. Ja, Bunny Slam ist auch gut, weil Bunny Slam auch nochmal nebenbei paralysiert und so, oder? Schauen wir mal. Pökelsalz zieht immer schön weiter ab. Das ist sehr, sehr gut für dich. Vor allem bei richtig harten Kämpfen passt das eigentlich. Selisal wurde besiegt, auch hab ich richtig gesehen eben. Soll ich sagen, Adebogen erstmal rein. Ja, wie gesagt, hier das, ja, das Pokémon aus der Wüste müssen wir uns auch irgendwann nochmal holen. Direkt mit Pflücker erstmal drauf. Gut, somit ist er schon mal zumindest im gelben Bereich. Krass. Adebogen ganz schön viel verloren. Aber Pökelsalz zieht natürlich weiter schön Energie ab hier. Ja, somit Chevron besiegt. Muss ja alle Pokémon erst wieder heilen und so, ne? Und immerhin Level Up. Die kann schon sogar auch schon auf Level 29. Gewissheit. Oh, nö, erstmal nicht erlernen. Ja, immer noch mit. Kann mal im Satz heißen, ist ein okay. Ja, Attacken kann man immer noch mit TM erlernen. Meistens drücke ich die immer direkt weg, weil es sonst zu lange dauert alles. Ja, aber Steinwurf effektiv. Ja, machen wir direkt. Auf sein Kamalm. Hat aber jetzt nicht ganz so viel abgezogen, okay. Adebom somit direkt raus. Er haut hier fast alle Pokémon weg, beziehungsweise schläfert sie ein. Dann würde ich sagen, unser Pikachu kommt auch mal wieder zum Einsatz, würde ich sagen, oder? Ja, wir haben jetzt sogar doppelt durch Kamezin natürlich auch nochmal. Funkensprung sogar sehr effektiv, okay. Na, immerhin fast die Hälfte an Energie weg und paralysiert sogar. Nein. Pikachu direkt rausgekickt. Mit einem Schlagteil oder. Mankey hätte natürlich Kampf. Fußkick. Fußkick ist sehr effektiv, sehe ich gerade. Die anderen aber nicht so. Die anderen sind jetzt am Schlafen. Nimm mal Mankey rein. Mankey mag ich eigentlich auch ganz gerne eigentlich das Pokémon hier. Sieht eigentlich sehr cool aus auch und eher so lustig auch das Pokémon auch. Ein Tritt, der das Ziel umwerft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. Machen wir einfach mal. Ist also sehr effektiv. Ja, somit roter Bereich. Einen kleinen Strich hat er noch über. Wieso wird die Energie von den Gegnern eigentlich immer oben rechts im Bild angezeigt? Also in Kamezin habe ich das irgendwie in Erinnerung, dass es immer über dem Pokémon ist. Irgendwie. Jetzt haben wir hier zwei Pokémon noch. Die leider eingeschläfert worden eben, oh. Muss mal schauen, Hyperheiler und so müsste man haben. Oder Aufwecker hier. Einmal aufwecken. Mit so einem Kamalm kann er glaube ich nicht einschläfern, oder? Ja, Energie ist immer oben rechts im Bild, okay. Und Kamalm. Zauberblatt, sehr effektiv. Wenn er unser schönes Opius jetzt nicht weghaut, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben ihn, okay. Ja, somit Damien besiegt. Ich würde sagen, der Kampf war schon ganz schön lange irgendwie, oder? Ich weiß weder, wo ich hin muss, noch wie ich einen Kampf gewinne. Immerhin 5600 Cash und Pokédex auch ein bisschen, ja, die Einträge aktualisiert. Ich würde sagen, wenn ich jetzt mal schaue, also Beleber bräuchten wir eigentlich eventuell für das Herrscher-Pokémon. Na, 8 Stück haben wir, okay, 1, 2, 3, 4 sind, ja gut, dann haben wir 4 noch über in dem Sinne, okay. Ärgerlich ist, ich müsste schon wieder Supertränke kaufen, sehe ich gerade nur.
Ah, nicht gut. Da sind die zumindest erstmal belebt. Ja, würde ich sagen, lass sie erstmal so. Und dann folgen wir erstmal dem Weg weiter. Wie gesagt, ich möchte unbedingt. Ja, erstmal zum Herrscher-Pokémon kämpfen. Wie gesagt, können wir mitmachen. Pokémon fahren wir jetzt erstmal nicht mehr weiter. Das heißt, direkt den Weg weitermachen. Hier ist zum Beispiel noch so ein. Vorne noch so ein Pokémon in der Mitte. Wie hieß das noch? Aber nicht shiny oder so. Ja, super. Jetzt fliegt das Tapiri natürlich auch noch uns rein. Direkt weg. Und Flucht natürlich wieder gescheitert. Lokoko direkt gelber Bereich. Direkt Schelle gekriegt von Tapiri hier. Ich würde sagen, ich hau sonst immer so mit Autoangriff drauf da. So. Ja, und hier an der Stelle übrigens, hier ist jetzt ja gerade ein Enter, ne? Habe ich damals, also vor anderthalb Monaten, wo ich ja Pokémon Carmesin privat gespielt habe, hatte ich genau an der Stelle hier war mein Shiny Anton. Da bin ich hier gerade so lang gelatscht privat. Da war direkt der Shiny Anton hier zu sehen. Aber im Moment nicht, ne? Nur normale. Enderon da hinten, hat auch normalen Schnabel. Okay, und irgendwo ist hier wieder. Hier ist ein Gierspenz. Okay. Ja, nehmen wir mit. Immerhin eine Münze. So, jetzt können wir, glaube ich, links geht das zum See. Caldero-See, ne, genau. Montanata-Berg müssen wir schauen. Vielleicht im nächsten Part können wir das gerne schauen. Aber wie gesagt, erstmal. Ja, würde ich ganz gerne das Pokémon haben. Jetzt irgendwann den Herrscher erledigen und die neue Technik dort haben. Wäre ja krass, wenn jetzt hier wieder ein Shiny Anton auftauchen würde. Manchmal muss man wirklich genau hinschauen bei den Pokémon. Hier würde ich sagen, einmal Angriff. Geht im Moment gar nicht noch. Dann einmal heilen. Und dann nochmal mit Autoangriff drauf. Ja, so sind sie wenigstens registriert. Im Pokédex einmal, beziehungsweise aktualisiert. Ja, aber einfangen können wir die natürlich immer noch. Hier ist wieder Addon. Aber kein Shiny. Ja, Shiny Addon habe ich sogar im Arceus damals ja auch gehabt und so. Weiterentwickelt zu Shiny Enteron. Er sieht aber auch normal aus, sein Schnabel zumindest ist normal. Okay. Und wir müssen eigentlich heilen, aber keine Items mehr, auch nö. Wir sind gerade Richtung. Ja, Richtung See unterwegs und haben jetzt gar keine Items hier noch. Ja, so mit der Caldero-See. Auf jeden Fall sind wir schon mal angekommen. Ärgerlich ist natürlich. Ach, hier, wir können hier Picknick machen. Ich wollte gerade sagen, dann können wir sogar die Pokémon nochmal heilen hier. Das ist sehr gut. Wollte nämlich gerade sagen, wir können dann nochmal zurück zum Pokémon Center, aber. Er kann uns jetzt einmal schön auffrischen hier in dem Sinne. Dann würde ich sagen, erstmal zu ihm. Als ich am Caldero-See ein seltsames Pokémon erspäht habe, kam mir plötzlich eine geniale Idee. In diesen Sandwich-Rezepten steckt meine geballte Kreativität, also probier sie bitte ruhig aus. Wir haben gelernt, wie man Sushi-Sandwiches zubereitet. Nice. Normalerweise wird Sushi ja nicht mit Brot, sondern mit Reis gegessen. Wenn ich also beides in ein Sandwich stopfe, muss es ja folglich doppelt so gut schmecken. Es war bestimmt kein Zufall, dass wir uns hier am See begegnet sind. Möchtest du dich also zu mir gesellen und ein wenig durchschnaufen? Yes. Ja, somit alle Pokémon natürlich immer geheilt. Ich würde sagen, das passt. Wie kommt es eigentlich, dass ein See so beruhigend wirkt? Bestimmt bist du nun auch wieder in Topform. Okay. Ja, da schauen wir natürlich gleich rein in den See, wie gesagt. Oh, ich sehe gerade hier vorne so ein Trainer. Oh je, mein Meeting. Ja, hauen wir mit weg, würde ich sagen. Den machen wir platt. Mein Meeting wurde gecancelt. Das muss ich ASAP mit dem Team sharen. Was ist ASAP? Keine Ahnung. ASAP. Angestellter Vincent, okay.
Da hinten ist übrigens wieder ein Sichlor. Granadier-Bojelin. Ah, gar nicht gutes Wasser-Pokémon, ne? Dann nehmen wir Tropius. Auf jeden Fall rein. Mit Pflanze. Und Blackmon ist hier oben auch gerade zu sehen. Nassschweif hat er eingesetzt, okay. Schauen wir mal, dann auf jeden Fall Zauberblatt, sehr effektiv. Ah, ich wollte gerade sagen, kann nicht sein. Komm hier gar nicht zum Zug, er haut uns hier fast sogar direkt platt. Sehr effektiv, hat aber gar nicht so viel gebracht, okay. Probius leider somit direkt raus sogar. Das ist hart, oder? Würde ich sagen, das war sehr hart. Dann Selisal, würde ich sagen, hat er Pökelsalz. Direkt mit Pökelsalz drauf. Ja, direkt Pökelsalz, effektiv auf jeden Fall. Okay. Nein. Mit einem überlebt, mit einem KP haben wir überlebt, okay. Aber somit hat er zumindest schon mal Pökelsalz drauf. Das ist ja ärgerlich. Mit einem überlebt. Ja, zum Glück können wir hier bei dem einen, bei dem Sandwich-Typen da, können wir sonst gleich nochmal heilen. Ich würde sagen Body Slam, wenn es jetzt noch klappt. Na, er kommt zuerst zum Zug, okay. Aber verfehlt, okay. Dann aber Body Slam und roter Bereich. Plus paralysiert ist er jetzt. Würde ich sagen, so muss das immer laufen. Schön Pökelsalz drauf, paralysieren mit Body Slam. Und sogar direkt besiegt. Nice. Lokroko ist sogar Level 34 jetzt. Da muss ich wohl nochmal meine Taktik reviewen. 4800 an Cash sogar nochmal. Auch sehr cool. Was läuft da? Schauen wir mal, das glaube ich. Was war so? Nigiragi? Ja, Nigiragi, genau. Level 54er sogar. Sehr cool. Dann würde ich sagen, erstmal nochmal heilen und dann ab in den See, oder? Ich glaube, wir können da immer wieder nonstop zu ihm hin hier. Und dann wieder heilen, glaube ich, oder? Ach, ein Picknick am Seeufer. Gibt es denn etwas Schöneres? Möchtest du dich dazu gesellen? Yes. Ja, sind wir natürlich direkt wieder geheilt, ohne irgendwelche Tränke oder Beleber zu verschwenden. Wir haben sowieso nur einen Top-Trank, glaube ich, noch. Wie kommt es eigentlich, dass ein See so beruhigend wirkt? Okay, das kennen wir auch schon. Ja, Fleckmon hier. Könnte man nochmal angreifen. So ist es wenigstens einmal registriert, muss ich gerade sagen, und dann kommt das hier noch. Das Staraptor. Ja, erstmal flüchten. Geht natürlich wieder nicht. Und er haut direkt Lokroko weg. Ist nicht wahr, oder? Wir müssen eigentlich ordentlich trainieren normalerweise in dem Sinne. Egal, ich hau jetzt erstmal Tropius rein, weil ich möchte eh flüchten. Super, jetzt muss ich wieder zum Picknick rennen. Nur damit die Pokémon wieder geheilt sind, oder wie? Ja, Lokroko kehrt erschöpft zu dir zurück, stand oben rechts im Nordbild. Okay. Ich würde sagen, direkt Heilnummer. Und Richtung Herrscher auf jeden Fall. Weiß gar nicht mehr, von welchem Typ der Herrscher hier ist. Also der Drachenherrscher hier. Wie kommt es eigentlich, dass ein See so beruhigend wirkt? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich würde sagen, auf zum See und dann schauen wir mal. Zumindest in den ersten Versuch können wir das schon mal machen. 4 Beleber haben wir. Ist das Wasser-Pokémon? Ich bin mir da nicht sicher. Ja, hier übrigens. Die nerven auch übrigens, die Angeluser hier. Ja, wie man sieht, die kommen nämlich so hinterhergerast, ne? Ja, und Anruf kommt auch noch rein, dann schauen wir mal. Hey Nobeldecker! Der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden. Aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle ihn mir richtig furchterregend vor. Aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommen und sich als Herrscher vorstellen würde. Ja, eigentlich schon. Also ich fahre erstmal ein bisschen schwimmen weiter, oder?
Bei den Fisch-Pokémon hier muss man echt aufpassen. Hier übrigens auch sehr coole Pokémon. Ah, übrigens, ich habe das da markiert mit dem Ziel und rechts sieht man das auf der Karte. Ja, hier könnte man, wie gesagt, auch noch eigentlich so einige schöne Pokémon farmen. Plus eine Abwehrfehler hier noch. Und eine Frachtfehler sogar. Ja, und hier ist ja irgendwie das Herrscher-Pokémon. Oh. Und bei der Kampf wäre hier so winzig und doch so weit draußen unterwegs. Ja, Niggi, rufen sie alle hier die Kleinen. Ich würde sagen, den Kampf, den hauen wir mit weg. Wenn wir es schaffen. Du wärst dich wundern, schreibt Sebastian, okay. Ja, schauen wir gleich mal. Wie hast du es mit deiner winzigen Statue nur so weit nach draußen geschafft? Ja, wie gesagt, in KMM7 waren die Herrscher-Pokémon alle total easy für mich, da ich total überlevelt war. Der Taxi-Pilot hier, okay, schauen wir mal. Ja, KMM7, da war ich ja überall erst vorher, also unterwegs, habe erst schön die ganzen Pokémon gefarmt, alle Gebiete schön erkundet nebenbei und so. Ja, und dann erst später zu der ganzen Herrscher und Arena und so hin. Oh. Tada Patinaraya, okay. Weiß ich, schauen wir mal. Flammenwurf kann ich ja mal einsetzen. Ah, er vergräbt sich in der Erde. Das ist gerade nicht gut. Ich habe keine Technik gerade. Silberblick hätte ich. Der Verteidigungswert wird nur gesenkt dadurch, so. Vom anderen Pokémon. Frage ist, lasse ich nur Kroko drin. Mach mal Flammenwurf und warte mal ab. Da hat er komplett weggehauen. Moment, welches Level war sein Pokémon überhaupt? Ja, sonst Tropius, einmal rein. Sonst hau ich Noctuska gleich noch mit rein ins Team. Sein Level ist 54er, hat er hier, der Trainer. Ich glaube, das wird nichts. Den werden wir so nicht schaffen. Wir sind total unterlevelt. Kann man flüchten aus dem Kampf? Das werden wir auf jeden Fall nicht schaffen. Wir haben nur hier 30er. Die sind auf jeden Fall im Moment viel zu hart. Das ist ärgerlich. Ja, ein 54er mit 30er, 35er Pokémon werden wir glaube ich nicht schaffen. Kann man flüchten? Möchtest du aufgeben? Yes, warum mal. Den werden wir auf jeden Fall nicht schaffen. Kostet sogar noch Geld dann. Du eilst zu einem Pokémon Center, der eine neue Strategie zu überlegen. Und komm natürlich zurück zum Pokémon Center, oder wie? Ja, das rennen wir kreuz quer einmal gleich rüber. Das ist ärgerlich, aber dann können wir hier nochmal Tränke mitnehmen, was er sowieso vorhatte. Ja, schauen wir mal kurz. Erstmal auf jeden Fall Pokémon heilen. Dann würde ich sagen, nimm mal auf jeden Fall ausreichend Tränke hier am Supermarkt nochmal gleich mit, am Pokémon Supermarkt. Erstmal alle heilen. Wie gesagt, Noctuska könnte man reinnehmen. Ja, der Trainer hat da viel zu krasse Pokémon. Die sind extrem überlevelt. Also wir sind total unterlevelt und seine überlevelt in dem Sinne. Ja, auf jeden Fall schauen wir mal. Können wir Tränke, super Tränke können wir mitnehmen. Ne? Nehmen wir auf jeden Fall, ich würde sagen, ja, 31.000 Geld haben wir. Mindestens. Ja, 25 würde ich sagen, kostet 17.500, okay. Nimm mal mit. Und dann sogar noch ein paar Beleber, würde ich sagen. Hätten wir hier noch ein paar. Ja, nehmen wir nochmal 6, so haben wir erstmal genügend mit, oder? Würde ich sagen. Gibt es noch etwas? Nö. Wir wollen auf jeden Fall weiter. Okay. Pokédex wurde auch nochmal aktualisiert gerade eben. Wo sind wir jetzt gerade hier irgendwo, oder? Das ist klar, okay, dann brauchen wir nur hier so hochrennen, hier wieder Markierung setzen. Ich weiß nicht, wie hoch das Herrscher-Pokémon ist von den Leveln. Aber wir werden es versuchen, wie gesagt. Das heißt, wir rennen jetzt aber hier so durch. Nicht nur mal hinten den Weg, dann sind wir also rumgerannt. Das heißt, einmal quer durch über die Weide hier. So, über die Graslandschaft. Oh, auch sehr viel schöne Pokémon hier. Ja, wie gesagt, die können wir natürlich immer noch nebenbei farmen.
Wenn wir ihn jetzt nicht schaffen sollten, müssen wir schauen, dass wir irgendwie erstmal hier ein stärkeres Pokémon finden. Aber erstmal versuche ich ihn so. Ja, wie gesagt, wenn man hier alles erkunden möchte, hier die ganzen Gegenden, hatte ich ja in Karmesin sogar alles privat komplett erkundet und so. Ist schon krass auf jeden Fall. Wenn man alles zu 100% erkundet, bin hier überall rumgerannt, jeden Trainer bekämpft, ja, alle Items mit eingesagt, alle Pokémon. Das ist schon hart, wenn man das macht. Hier ist übrigens so ein erster Flottball. Nice. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Brücke, da müssen wir so rüber. Aber hier können wir jetzt auch rüber. Noch. Ja, so mal wieder Calderosee. Und hier haben wir übrigens auch so ein Altaria. Wäre 51er. Oh, ich würde sagen, das nehmen wir mit, wenn wir es kriegen. Versuchen wir mit dem Flottball. Da haben wir so einen neuen Flottball gekriegt, das heißt, schauen wir mal. Also mit dem Pokémon, wir müssen auf jeden Fall Pokémon farmen, die so 50 sind, 55. Auch wenn sie noch nicht zu 100% gehorchen. Wäre das natürlich zum Beispiel für den einen Kampf dahin zum Beispiel. Wäre das natürlich besser, wenn wir ein bisschen bessere Pokémon hätten. Das haben wir ihn leider nicht gekriegt, ne? Können Sie natürlich versuchen mit dem Hyperball. Und sonst flüchte ich gleich. Weil ich glaube nicht, dass jetzt die Angriffe irgendwas bringen. Er ist 51. Abgesandt steht bei 2. Effektiv wäre Biss und Kanon. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt irgendwas abziehe, wenn ich drauf hau. Fehlgeschlagen. Ah, zieht nur ganz, ganz wenig ab, okay. Da hau ich so nochmal drauf erstmal. Mit dem Ball. Dann schauen wir mal. Was? Ich glaube, das kriegen wir nicht so einfach. Zieht aber bei Lococo gar nicht so viel ab, das ist schon mal gut. Altaria sogar platt gemacht, beziehungsweise ist abgegangen. Gestorben irgendwie durch so eine Attacke irgendwie. Lococo somit aber auch. Okay, aber natürlich gewonnen. Und natürlich ordentlich Level ab und so, ne? Ne, wollen wir nicht erlernen erstmal. Das ist ärgerlich. Man muss auf jeden Fall, wie gesagt, eigentlich erstmal stärkere Pokémon farmen. Wablu haben hier aber auch 52 und so. Oh. Das Ärgerliche ist nur, man muss natürlich schauen, dass man den ja erstmal ein bisschen Energie abzieht und so. Sichlor wäre hier auch 52. Was haben wir da hinten für eins? Wie hieß das dann noch? Ich weiß gar nicht mehr, was das hier für eins war. Machen wir direkt Angriff. Jetzt wäre das wenigstens aktualisiert, aber. Da hätte aber noch eins. So, direkt erstmal überall ein bisschen drauf. Ja, Frage ist, soll ich jetzt erst so bessere Pokémon farmen? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Arnebogen könnte man heilen. Also wir haben nur niedriglevel. Ja, aber wenn der Herrscher nämlich auch so hart ist, müsste man hier wirklich erst so ein paar 50er fangen. So, das Tropius hier 49 zum Beispiel haben wir eigentlich auch 35 im Moment, ne? Das ist gerade das, was ich meine. Also hier sind auf jeden Fall stärkere Pokémon. Was eventuell sinnvoll wäre. Wo war Sichlor? Na, ist wieder weg, okay. Wir despawned. Hier haben wir Nigiragi. Und dann kommt direkt ein anderes Pokémon und rennt in uns rein, kann ich sagen. Lextremo mit Level 50 sogar hier. Nö, erstmal flüchten. Flucht natürlich gescheitert, war klar. Nicht wahr, oder? Möchte man flüchten oder... Ja, jetzt okay. Das war schon mal gut. Ja, Lococo müsste eigentlich auch wieder... Ja, so mal alles wieder beleben.
Wir brauchen, glaube ich, auf jeden Fall die Pokémon, die hier rumlaufen. Moment. Wohl eigentlich wiederbeleben. Ein Top-Beleber haben wir übrigens. Das ist gut, wenn man zum Beispiel jetzt im Kampf sind gegen das Herrscher-Pokémon. Das ist sehr gut. Kaufen können wir die Top-Beleber im Moment dann nicht nur. Haben wir Hypertrank noch mit drauf. So. Ja, ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz. Aus Nigiragi hier, würde ich sagen, könnte man versuchen. Ärgerlich ist natürlich immer nur, ja, dass man eigentlich immer ein bisschen Energie abziehen muss, bis die irgendwie in den Ball reingehen. Ich würde sagen, erstmal ein bisschen beißen und so. Dann würde ich sagen, fangen wir so zwei, drei Pokémon. Ja, die so auf Level 50 sind. Wäre schon ganz gut. Oh, Kanon drauf. Ja, war klar. Direkt weggehauen. Ja, nächstes Pokémon. Schauen wir Adebuben. Selisal wäre ganz gut wegen Pökelsalz, ne? Also wenn man dann zum Zug kommt, wäre schon ganz gut. Aber Pökelsalz. Nein, nicht wahr. Aber überlebt noch. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. So verliert das Nigiragi jetzt nämlich schön Energie nebenbei. Weiß ich, glaube ich, hau die hier Selisal sogar auf dem ersten Platz, so dass er immer in den Kampf als erstes reingeht. Könnt ihr auch schon mal versuchen. Ja, wir müssen mindestens 2-3 haben, die hoch sind auf Level 50 so. Was ist das denn hier? Haben wir unten in die Erde gebackt. Der Pokéball. Auch nice. Ja, somit unser erstes Level 50er bzw. Level 52 war, ne? Nigiragi ist Drache Wasser. Es stellt sich tot, um seine Gegner zu täuschen. Zwar ist es klein und schwach, aber es nutzt seinen Verstand, um zu überleben. Drache Wasser, okay, das ist schon mal gut. Erstmal natürlich ins Team, würde ich sagen. Ist Wasser und Drache. Wasser hatten wir. Was hatten wir hier als Wasser noch? Nimm Mengi raus sonst. Mengi kann raus, erstmal. Ja, dafür Nigiragi mit drin. Als erstes über 50er Pokémon. Ich glaube 52 war, ne? Wäre schon ganz gut, glaube ich. Genau, hier haben wir das. Level 52, okay. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt wäre natürlich ein weiteres. Wäre schon ganz gut, oder? Ich hau Selisal, wie gesagt, mal nach oben. Heil ihn einmal. Ein weiteres wäre schon ganz gut. Hier ist übrigens noch so ein Nigiragi, ne? Aber gelb, ich glaube, das ist nur, ist kein Shiny, ne? Ne, ist glaube ich nur ein weibliches. Männlich oder weiblich? Dann natürlich, ja, weiblich, okay. Also weiblich ist anscheinend gelb. Super, greift uns direkt an. Möchte aber flüchten. Nigiragi direkt tot. Okay. Super. Aber immerhin Erfahrung für den Kampf gerade. Kann hier noch irgendwo Pokémon rum? Doch da, Sichlord zum Beispiel. Nice. Wäre dann auch Level 50 sogar. Das wäre sehr gut. Ich würde sagen, direkt Pokémon drauf und direkt Pökelsalz draufhauen, oder? Ja, wie gesagt, Selisal im Moment bestes Pokémon. Sogar sehr effektiv. Aber ich möchte ihn da nicht killen. Aber killen mit 15 wäre, glaube ich, schwierig. Mit 50, Level 50. Das heißt, ganz killen werden wir ihn, glaube ich, eh nicht. Ah, das ist gut. Das heißt, wir können gleich schon mal anfangen. Mit so ein paar Pokebällen. Und man verliert dann nochmal ein bisschen Energie. Direkt Pokéball versuchen. Und sonst gleich, sobald die Energie noch ein bisschen runter ist. Ja, direkt nochmal Superball oder Hyperball drauf, oder? Okay, seine Initiative steigt. Und Pökelsalz zieht ihn nochmal ein bisschen ab. Ja, ich würde sagen, Selisal beste Pokémon im Moment. Mit der Attacke hier Pökelsalz, wie gesagt, sehr, sehr geil.
Ja, und sogar gekriegt, somit zweites Level 50er Pokémon. Ich denke mal, so sollten wir den Herrscher auf jeden Fall kriegen, oder? Denke ich mir zumindest. Ja, die scharfen Sicheln an den Unterarmen werden durch das Schneiden harter Objekte noch schärfer. Käferflug. Ne, Spitzname wollen wir nicht, aber ins Team auf jeden Fall. Ich würde sagen, dafür haue ich Tropius erstmal weg. Der Tropius ist eine Pflanze eigentlich. Ja, da haben wir die Nigiragi. Und hier das jetzt, das Sichlor mit Käferflug. Okay. Ich würde sagen, wir können es natürlich versuchen, jetzt einmal hinzugehen zum Herrscher-Pokémon. Einmal alle heilen natürlich gleich noch, wenn wir da sind. Ne, Pokémon-Box wollte ich nicht. Haben wir zumindest zwei über 50, ne? Ja, Top-Beleber hebe ich natürlich auf. So, jetzt muss ich nur schauen, dass auf jeden Fall, also entweder Nigiragi als erstes reinkommt in den Kampf oder Sichlor. Ich glaube, Sichlor als erstes in den Kampf. Moment. Ja, Sichlor zuerst rein, genau. Das heißt, genau, so machen wir das dann einmal auf zum, ja, Drachen-Pokémon. Zum Herrscher der Drachentäuschung. Ich hoffe ja, dass die 250er reichen. Das müsste man schauen, weil der Part geht auch schon ein bisschen länger wieder, ne? Ja, passt. Wir haben ab und zu sowieso mal 1,5 Stunden statt 1 Stunde pro Part. Das passt schon. Okay, schauen wir mal. Also den Kampf, den wir da haben auf der Insel, den lasse ich natürlich erstmal weg. Jetzt haben wir hier den Herrerschei mit Level 54. Wir müssen erstmal flüchten. Wir wollen zum Herrscher. Außer hier vorne ist das Item. Hä? Das Item ist weg. Hier lag doch gerade ein Item. Auch wieder so ein Bug oder wie? Ist auf jeden Fall weggepackt. Hier lag doch gerade ein Item. Das wollte ich eigentlich mitnehmen. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Fische, genau. Niggi, Ragi. Was? Die greifen sogar an, oder wie? Er hat sich totgestellt, da möchte ich flüchten. Flucht unmöglich. Wie können wir nicht flüchten? Müssen wir den bekämpfen jetzt, oder wie? Ach, nö. Agilität ist übrigens entspannt, den Körper und die Initiative zu erhöhen. Oh, machen wir Kreuzschere. Ja, sonst hauen wir drauf. Müssen wir jetzt. Flucht ist unmöglich. War sogar ganz gut gerade die Technik mit Sichlor. Dann sogar nochmal drauf mit Kreuzscherre. Und das Nigiragi besiegt. Okay. Herrscher auch nochmal Level ab und so. Okay, geheilt sind alle. Naja. Jetzt wollen wir mal schauen. Nigiragi. Ragi, sagt der eine. Ich glaube, man musste ihn hier, glaube ich, ansprechen. Hier ist so ein größerer. Naja. Das heißt, die Kleinen am besten nicht ansprechen, sondern ihn hier, glaube ich. Ja, genau. Und dann kommt auch schon der Kampf einmal hier. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, los geht's. Mit dem Herrscher der Drachentäuschung Herrerschei ist das okay. Würde ich sagen, erstmal natürlich mit Sichlor ist sogar sehr gut, hat Kreuzschere. Könnte man sogar direkt mit Terrakristallisierung machen, würde ich sagen. Oder? Ja, machen wir sogar. Direkt Terra-Kristallisierung einsetzen. Zwei Pokémon haben wir, wie gesagt, über 50 Jahre gefarmt. Extra für diesen Herrscher-Pokémon. Ich denke mal, das sollte klappen. Hoffe ich doch zumindest. Was Sichlor gibt vor, nichts bemerkt zu haben. Irgendwie stand da. Ah, gefährlich. Hat auf jeden Fall gerade gut was abgezogen. Oha. Nicht gut. Sichlor ist nämlich gerade. Ah, ich würde sagen, ich hau drauf. Oha. Ungehorsam, auch nö. Da das natürlich ein Pokémon ist, was. Ja, über 35 ist, hat er es direkt rausgehauen. Super. Ja, uns gehorchen die Pokémon im Moment, da glaube ich nur bis 30. Ne, 35 war es, ne? Das war jetzt gar nicht gut. Da müsste man den Kampf so versuchen.
Das könnte man durch ihren Sichlor natürlich wiederbeleben. Müssen wir uns schauen hier mit ihm. Effektiv wäre Drachenpuls bei ihm. Was wäre Ränkenschmied dann? Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Erhöht Spezialangriff stark. Auch nice. Ja, man kontert die Spezialattacke des Gegners mit doppeltem Schaden. Spiegelcape. Auch geil. Wenn es überleben würde. Ich würde sagen, erstmal Drachenpuls. Nigiragi Faulenz. Super. Das ist das Ärgerliche, wenn wir noch nicht so viele Orden haben in dem Sinne. Nochmal versuchen. Und diesmal macht er es. Okay. Ja, zählt auf jeden Fall schon mal gut was ab. Das ist also eigentlich ganz gut, dass wir die 50er mit drin haben. Beleber haben wir zum Glück ja mit. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich gleich auf jeden Fall einen Top-Beleber einsetze. Am besten erstmal auf Sichler, oder? Drachenpuls war aber auch effektiv. Okay. Ja, wechseln wir erstmal Lokrungo ein und machen Top-Beleber auf Sichler oder Nigiragi. Bin mir gerade unsicher. Ich würde sagen auch Sichler oder Top-Beleber. Dann können wir Sichler nämlich wieder reinholen. Ja, mit voller Energie natürlich. War klar. Aber Lokrungo hat überlebt. Das ist krass, obwohl Lokrungo gar nicht so hoch ist. Ich würde sagen, greife ich sogar noch mal an. Ah ne, wir sind ja paralysiert, das heißt, er greift den Battle nicht an, ne? Wurde aber trotzdem gerade schon rausgekickt, okay. Ja, wie gesagt, Sichlor rein. Und darauf hoffen, dass Sichlor auch angreift. Wenn ich dann die Attacke jetzt gebe, den Befehl gebe. Ne, wendet sich ab, kann nicht sein. Sichler wendet sich ab und geht somit in den gelben Bereich. Somit Kreuzscherre. Guten Abend, schreibt der Ken einmal, der Zero-Ken. Ja, schön, dass du wieder reinschaust. Das ist natürlich sehr cool. Ja, dir natürlich auch sehr, sehr wunderschönen guten Abend in dem Sinne. Wir haben jetzt hier gerade den Herrscher und ja, ich habe zum Glück an zwei Pokémon gefangen auf 52 und 50, aber uns gehorchen die Pokémon eigentlich nur bis Level 35. Jetzt muss ich sie ständig wiederbeleben. Um so einigermaßen den Herrscher der Drachentäuschung hier zu bekommen. Ja, da wir eigentlich unterlevelt sind mit den ganzen Pokémon und so. Ja, Frage ist, was mache ich? Erstmal muss ich natürlich wiederbeleben, würde ich sagen. Was heißt Sichlor? Ja, und Nigiragi befolgen natürlich im Moment den Befehl nicht so ganz. Faulenzen meist immer und wollen nicht angreifen und so. Ich kann natürlich Seni-Salz schon mal reinhauen mit Pökelsalz, wenn Seni-Salz nicht direkt weggehauen wird. Sichlor könnt ihr natürlich gleich sogar noch mal heilen direkt. Ich würde sagen, yes, machen wir. Weil Pökelsalz auch eben gerade bei den Pokémon, die wir jetzt dann neu gefangen haben, ganz gut ankam, oder? Auch im letzten Part und so, sehr cool. Ich würde sagen, nein. Aber überlebt mit 1 KP wieder, das ist sehr gut. So mit Pökelsalz drauf. Jetzt verliert er immerhin so ein Busch Energie immer noch. So, hättest du eigentlich dann Lust, mal gegen mich es auszuprobieren? Du meinst online? Können wir gerne im nächsten Part starten. Muss natürlich hier in dem Part machen wir natürlich den Herrscher-Pokémon gerne noch. Ja, okay, ja. Können wir natürlich testen gerne. Was soll als nächstes mal? Soll ich draufhauen? Pökelsalz ist drauf, ne? Ich hau erstmal Body Slam rauf. Ne, Seni-Salz natürlich leider weg, aber ja, Sichlor ist da drin. So, hol mal rein. Oder ich hau erst ein anderes rein. Pökelsalz wirkt schön weiter. Das ist sehr, sehr gut gerade. Das Pökelsalz gefällt mir. Hm, nehme ich erst Pikachu rein. Und heil Sichlor oder nehme ich Sichlor und hau rauf. Oh, ist gerade die Frage. Ich könnte natürlich erstmal Pikachu reinholen und Sichlor sonst erstmal heilen oder draufhauen mit Pikachu, wenn es dann klappt. Da ist er eh gleich weg oben, ne? Und die Energie ist fast runter, sehe ich gerade. Okay, das war schon mal ganz gut. Aber er greift doch noch weiter an, okay. Das ist nicht sehr gut. Sebastian schreibt ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall, da wir unterlevelt sind. Das, wie gesagt, in Kamezin hatte ich das nicht, da war ich total überlevelt. Die ganzen Herrscher und die ganze Arenen einmal so weggehauen mit ein paar Schlägen, direkt durchgerannt und hier, ja, Purpur natürlich leider unterlevelt mit den meisten Pokémon, aber wir haben jetzt dann zum Glück Sichlo und Nigiragi noch, genau. Krass. Jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, für Leber hatten wir genug mit und so, oder? Ja, haben wir eigentlich genügend mit, ne? Ich würde sagen, Supertränke können wir einsetzen. Beleber haben wir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 müssen wir einsetzen. Ja, für einen Kampf sollte reichen eigentlich. Supertränke haben wir auch genug mit. Ein Top-Trank. Sollte erstmal so passen. Ja, wir müssen ja noch ein zweites Mal bekämpfen, wie wir es erkennen. Aber diesmal kommt, glaube ich, der Pepper dann wieder mit rein, ne? Aber wir haben es geschafft, dadurch, dass wir jetzt Sichlo und Nigiragi im Team haben. Hätten wir uns die nicht eben noch geholt, dann hätte er uns auf jeden Fall weggehauen. Das wäre richtig krass gewesen, oder? Pokémon natürlich aber alle heilen. Ja, dann hätte er uns auf jeden Fall platt gemacht, wenn wir die beiden jetzt eben nicht gefarmt hätten noch schnell. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir, aber ich glaube, er ist irgendwo da hinten. Genau, hier ist er, ne? Da ist einmal... Zielort festlegen und direkt durch. Ja, ich will unbedingt die Technik haben und das Pokémon natürlich haben hier, beziehungsweise den Herrscher besiegen. Hier so Pokémon Farm und so, wie gesagt, kann man irgendwann immer noch, ja, sehr gern machen dann. Ich glaube hier, ja, irgendwo hier war das jetzt so. Stimmt, da vorne. Da ist er auch schon hier. Ich glaube, Pepper kommt jetzt auch, oder? Ja, jetzt haut er natürlich einmal die Höhle auf. Den fand nice, oder? Ja, sei doch. Pepper kommt natürlich auch wieder. Nobeldecker, du konntest das Herrscher-Pokémon also aufspüren. Zeroken schreibt noch, ich habe die Herrscher noch gar nicht gefangen. Ne, einfangen muss ich sie auch noch. Das muss ich in Purpur ja sowieso. Und in Kamezin sind meine Daten ja sowieso weg, ne? Also leider gelöscht. Das ist also der Herrscher der Drachentäuschung. Was für ein riesiger Drache. Moment mal, ist das nicht ein Fisch-Pokémon? Ja, eigentlich so gesehen Fisch und Drache in dem Sinne auch. Das ist Nigiragi, ne? Der Riesenbrocken hat das Sushi-Ding einfach verschluckt. Sushi-Ding, das nennt man wohl die Nahrungskette. Ja, somit natürlich zweiter Kampf, diesmal natürlich mit Pepper. Sebastian schrieb noch, ich habe alle gefangen und besiegt. Ja, fangen muss ich die auf jeden Fall. In Kamezin, wie gesagt, den alten Spielstand, da hatte ich sie natürlich alle in Kamezin, jetzt natürlich aber nicht mehr, da der alte Spielstand da leider weg ist bei mir, ne? Ich würde sagen, mit Sichlo direkt mit Kreuzschere drauf, oder? Mit Terran Kristallisierung. Ich würde sagen, ich gehe aufs Ganze. Spannend, die Nahrungskette mal live zu erleben. Nur gut, dass wir an der Spitze, Punkt, 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 Tanks wieder automatisch werden, okay. Der Zerung schrieb noch an Sebastian, aber ich müsste eigentlich nur kurz hin einen Flottmann werfen und hoffen oder immer wieder super zahlen, bis die low sind und dann Hyperball. Okay, immerhin hat er gerade einen ganz kleinen Zipfel oben verloren. An Energie sehe ich gerade. Okay, Pepper ist diesmal ja mit drin. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Direkt Kreuzschere mal da drauf. Wäre natürlich sehr gut, oder? Ja, und wie gesagt, in Kamezin waren die alle total easy. Auch die Herrscher hier und so. Da ich total überlevelt war eigentlich. Krass, das jetzt mal so zu erleben, dass das nicht so einfach ist. Auch die Arena und so. Und gelber Bereich hat er. Na, sicher lebt aber noch. Das ist gut. Ja, sehr gut.
Gut, dass wir Sichlor eben geholt haben. Und das Digiragi natürlich noch. Sebastian schrieb, ich habe alle mit Pokéball gefangen und sehr viel Geduld. Okay. Zerokan schrieb noch, Geduld habe ich nicht, muss noch zwei Fähigkeitenpflaster bekommen. Okay. Auch nice. Sigurd, wir haben ihn gleich. Okay, das heißt, Sichlor ist aber leider raus. Dann Digiragi. Ja, mit Drachenpuls drauf, oder? Pepper ist noch drin, ja. Pepper ist noch drin. Das ist gut. Pepper kämpft noch mit uns mit. Nein, Nigiragi Paulenz. Gehorcht mich im Moment. Gar nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Arena-Orden. Und... Nein, Nigiragi auch direkt rausgehauen. Das ist ärgerlich. Aber der Pepper hat nochmal draufgehauen. Mit seinem Schlaraffel. Würde ich sagen, machen wir nochmal Pika. Unser Pikachu. Mit Funkendings hier. Funkensprung oder wie hieß die Attacke noch. Wenn es dann klappt, ist er sehr effektiv. Genau, Funkensprung. Also einmal drauf. Die fressen einmal zu viel Zeit, schrieb Zerukembo. Das soll noch, ja, stimmt. Und wir haben ihn, glaube ich, yes. Somit auf jeden Fall besiegt. Das ist schon mal sehr gut. Ja, krass. Mit Pepper an der Seite auf jeden Fall ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Da Pepper auch immer schön mit draufgehauen hat. Wir haben es geschafft, Nobeldecker. Yes. Jetzt, wo das Herrscher-Pokémon besiegt wurde, können wir uns das Geheimgebirge schnappen. Huch. Noch eins von denen. Ich dachte, die wurden alle aufgefressen. Nini. Nigiragi. Es scheint irgendetwas vorzuhaben. Ja, ich würde sagen, schauen wir. Herrscher der Drachentäuschung mit Kreuzscherre natürlich. Erneuter Kampf gegen Nigiragi jetzt. Herrscher der Drachentäuschung natürlich. Das heißt, weiter geht's. Ich könnte natürlich sogar gleich Jedi-San natürlich auch noch reinholen. Bist du sicher? Schrieb Sebastian, ne? Ja, Spoiler möchte ich im Game natürlich nicht. Ich kenne das ja alles, wie gesagt, aus Kamezin. Aber Spoiler tue ich natürlich nicht im Let's Play, ne? Ah nein, Sichlor direkt raus. Okay. Ärgerlich. Jetzt haben wir noch Digi. Und Seni-Salz, würde ich sagen, könnte ich auch direkt reinholen, oder? Ja, machen wir erstmal mit Pökelsalz, glaube ich. Einmal Pökelsalz. Ich habe nicht schlecht geguckt, schrieb Sebastian noch. Okay. Einmal Pökelsalz drauf. Seni-Salz sollte ja wieder mit 1 KP auf jeden Fall überleben. Das ist immer sehr, sehr gut. Und somit Pökelsalz drauf. Das heißt, er verliert jetzt auf jeden Fall automatisch ein bisschen Energie immer noch. Hier, die Kameraeinstellung kann ich gerade nicht ändern hier. Das sieht irgendwie komisch aus, oder? Wir sehen gar nicht das andere Pokémon da irgendwie. Ja, jetzt könnte man mit Bunny Slam natürlich nochmal versuchen mit Seni-Salz. Aber drauf, wenn es dann knapp. Schlaraffel vom Pepper. Einmal rausgekickt. Oha. Das ist natürlich gar nicht gut. Ja, Pepper hat nur ein Pokémon, glaube ich, oder? Aber Pökelsalz zieht natürlich ein bisschen ab. Okay. Ja, Nigiragi natürlich direkt rein. Zur Not haben wir natürlich noch ein paar Beleber. Top-Trank haben wir auch noch, glaube ich, noch. Muss ich schauen. Okay, erstmal natürlich mit Drachenpuls sehr effektiv sogar. Ganz dann klappt. Also Energie ist zur Hälfte weg oben. Ah, ich hoffe ja, dass wir jetzt hier nicht irgendwie sterben, ne? Wäre sehr krass. ja, Drachenpuls natürlich erneut nochmal versuchen. Macht aber uns natürlich auch und nein. Kann nicht sein, oder? So mit unserem Nigiragi direkt weg. Sehr ärgerlich.
Aber Pökelsalz merkt weiter und zieht immer schön Energie ab. Dann würde ich sagen, schauen wir mal. Ich würde sagen, erstmal Pikachu. Zwei weitere sind da noch drinnen im Team im Moment am Leben. Ich denke mal schon, dass wir ihn schaffen hier. Ist natürlich hart gerade da. Ah, vom Pepper das Pokémon auch weg ist, ne? Und mit Hauler jetzt gerade eins nach dem anderen raus. Ich würde sagen, ab jetzt belebe ich erstmal weiter, oder? Zumindest verliert er weiterhin mit Pökelsalz Energie. Nehmen wir erstmal Adebomben rein. Ja, und ab jetzt belebe ich auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen, Sichlo und so. Da wir noch zwei drin haben. Obtrank könnte ich natürlich auch noch einsetzen, so. Erstmal direkt Sichlo. Muss er so irgendwie am Leben halten, dann haben wir ihn gleich. Und was? Direkt Eissturm und Adebomb so mit raus, okay. Ich sehe doch gerade, Jungs und Mädels, da ich morgen noch was vorhabe, würde ich jetzt schlafen gehen. Okay, schade, schade, schön, dass du natürlich reingeschaut hast und schlaf gut. Ja, Sebastian schrieb auch noch, schlaf gut, Zerrucken. Genau, also, ja, dir auf jeden Fall eine wunderschöne Nacht. Ist natürlich schade, aber sehr, sehr cool, dass du reingeschaut hast, wie gesagt. Ich würde sagen, erstmal natürlich Lukoku, oder? Nehmen wir einmal Lukoku. Ja, sonst bis zum nächsten Mal, in dem Sinne, ja, sicher übrigens, ich würde sagen, erstmal lieber, ich bin lieber auf Nummer Vorsicht und setz, glaube ich, auf jeden Fall erstmal einen Top-Trank ein, oder? Also Nigiragi sollte gleich besiegt sein, er ist im roten Bereich oben. Muss auch schauen, der Kampf ist natürlich umso spannender, also schwer ist hier. Ja, eigentlich schon krass, wie gesagt, Karmesin total easy gewesen alles und hier extrem schwierig, oha. Jetzt habe ich nur noch Sichlo und hau auf jeden Fall gleich Beleber erstmal. Auf ein anderes Pokémon, würde ich sagen. Damit wir ja nicht sterben, zwei Beleber, Beleber hätten wir. Dann auf jeden Fall erstmal Nigiragi hier wiederbeleben. Und schauen wir mal. Sichlo hat noch überlebt. Okay, das heißt, ich könnte jetzt sogar mit Sichlo draufhauen. Aber wir haben ihn fast. Einen ganz kleinen Strich hat er oben noch. Dann direkt mit Kreuzschere daher. Ja, durch Pökelsalz ist er auf jeden Fall gleich tot. Das heißt, wir haben ihn auf jeden Fall. Sichlo direkt raus, oha. Man könnte jetzt natürlich noch ein weiteres wiederbeleben, würde ich sagen, oder? Auf Nummer sicher gehen. Ja, Pökelsalz hat ihn, okay. Das heißt, Nigiragi wurde durch Pökelsalz auf jeden Fall besiegt. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, Selisal ist ein sehr geiles Pokémon mit der Technik. Pökelsalz, muss ich sagen, werde ich auf jeden Fall weiter trainieren. Ohne Ende in dem Sinne. Du besiegst das Herrscher-Pokémon Nigiragi. Am besten natürlich Shiny. Selisali, ne? Wäre natürlich noch geiler. Krass, haben wir es tatsächlich geschafft. War schon knapp, muss man sagen. Hätten wir die beiden 50er-Pokémon nicht, dann hätten wir es auf jeden Fall nicht geschafft, oh. Das war nicht schlecht, Nobeldecker. Also waren die beiden zusammen der Herrscher der Drachentäuschung? Ja, so wie es aussieht, ja, oh. Das waren die beiden zusammen, die Herrscher der Drachentäuschung, vor allem die Nigiragi. Der Winzling kam eben aus dieser Höhle. Das Geheimgewürz muss also da drinnen sein. Los, gehen wir es suchen, Nobeldecker. Ja, nice. Endlich das nächste Geheimgewürz und wir kriegen natürlich eine neue Technik gleich noch. Das ist aber sehr, sehr cool. Ja, solltet ihr das Spiel noch nicht gespielt haben, holt euch auf jeden Fall erstmal die Herrscher. Bestimmt finden wir auch hier. Ah. Was war das überhaupt für ein kleines Pokémon, was da eben auf der Erde zu sehen war? Was war da eben zu sehen, eben da oben? Tatsache, ein Geheimgewürz. Hab ich dich. Ja, weiteres Geheimgewürz natürlich auch. Ihr findet einen Stängel scharfes Geheimgewürz. Unsere Gewürzsuche war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Scharfes Geheimgewürz verbessert den Stoffwechsel.
Es treibt den Kreislauf an, damit man stark schwitzt und so Giftstoffe aus dem Körper schwemmt. Übrigens, wir hören wieder unsere schöne Musik im Hintergrund. Ich finde die immer wieder cool hier bei den Sessions, wenn man es geschafft hat und so. Damit wird es Massifioso gleich noch besser gehen. Dann mache ich mir mal dran, was Leckeres draus zu zaubern. Das heißt, es gibt mir ein lecker Sandwich. Ja, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Wie die letzten Male auch, gibt es wieder ein Sandwich à la Pepper. Und dazu bekommst du natürlich einen weiteren Herrscherorden. Den kannst du in der Pokémon-Liga zwar nicht gebrauchen, aber nimm ihn trotzdem an, ja? Ja, sehr, sehr gern sogar in dem Sinne. Somit natürlich der nächste Herrscher der Drachentäuschung bezwungen auf jeden Fall. Mega, mega cool. Ja, ich freue mich natürlich, wie gesagt, da Kamezin natürlich auch der Spielstand leider verloren gegangen ist, gelöscht wurde. Und wir hier so alles wieder haben in dem Sinne jetzt. Ja, mit dem Herrscher hier natürlich. Ja, was heißt alles? Alles haben wir natürlich noch nicht. Die Story geht natürlich noch sehr lang. So ist auch. Geht noch sehr viel weiter und so, ne? Ja, ja, ich habe auch wieder eins für dich gemacht. Er schnüffelt. Möchtest du mir rein und dein Sandwich geben? Yes, auf jeden Fall. Kann er ruhig ein bisschen abhaben hier. Komm raus, Massifioso, ich habe was für dich. Ja, Massifioso haben wir auch in dem Partner sogar gefangen, ne? Auch eigentlich ein sehr cooles Pokémon. Also Gangster-Pokémon, kann man schon fast sagen. So ist gut. Mach schön langsam. Ach ja. Miraidon hat die Reittechnik Klettern erlernt. Ja, auf jeden Fall mega cool. Das ist eigentlich die geilste Technik, die es eigentlich im Game gibt, die Reittechnik Klettern. Weil so können wir jetzt auch endlich die Berge hochklettern. Das ist eigentlich das, wo ich eben drauf hinaus wollte. Wir haben es endlich und können jetzt überall hochklettern, so gesehen. Ja, müssen nicht extra Umwege nehmen. Können direkt hochklettern, wenn wir Bock drauf haben und so. Kannst du es nicht wenigstens ein bisschen genießen? Ach ja. ihm scheint es irgendwie auch immer besser zu werden, zu gehen, oder? Ach, richtig. Schau dir das mal an, Nobeldecker. Bisher war bei jedem Geheimgewürz ein Herrscher-Pokémon in der Nähe, stimmt's? Hier im Buch steht, dass sie wegen irgendwelchen Substanzen in den Gewürzen so riesig und stark geworden sind. Vielleicht ist diese Höhle ja wie ein Kühlschrank, wo das Herrscher-Pokémon sein Futter lagert. Oh, hast du aufgegessen, Massifioso? Mas? Hast du gerade... Was? Das gerade... Nobeldecker, hast du es auch gehört, oder? Das war Massifiosos Stimme. Ja, haben wir gehört, oder? Auf jeden Fall. ja, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Oh, so. Da, schon wieder. Habe ich ihm doch nicht verhört. Habe ich nicht verhört, genau. Massifioso, du kleiner Racker. Wann habe ich das letzte Mal deine Stimme gehört? Massifioso geht es immer und immer besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen nur noch zwei Geheimgebürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Ja. Und Oso. Ja, nice, nice. Wir haben den Herrscher der Drachentäuschung tatsächlich geschafft. Aber auch nur dank den beiden Pokémon. Wie gesagt, Sichlor und Nigirangi, was wir gefangen haben, über Level 50. Ich glaube, sonst hätten wir das nicht geschafft, auf jeden Fall. Also war schon ganz gut, dass wir die beiden mitgenommen haben auf dem Weg. No. Hallo, Nobeldecker. Hier spricht Futurus.
Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch Wände hinauf und hinunter klettern, während du auf ihm reitest. Ja, beste Technik im ganzen Game, finde ich. So können wir jetzt, wie gesagt, endlich im Breath of the Wild-Style, im Zelda-Stil, ja, die ganzen Berge hochklettern, was auch sehr, sehr gut ist. Drehst du Miraidon an der Wand zu und springst auch durch Drücken des B-Knopfes auf sie zu, kann es nun an ihr hochklettern. Während des Kletterns kannst du dich mit dem linken Stick frei bewegen. Drückst du den B-Knopf erneut, lässt es die Wand wieder los. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Ja, ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall machen in dem Sinne, oder? Ja, wenn wir das kurz testen, können wir hier an der Wand sogar direkt testen. Normalerweise konnte man das hier nicht. Und jetzt können wir ganz geschillt, wie im Breath of the Wild, wie gesagt, bei Zelda schön die Wände hoch. Und natürlich zum Beispiel hier diese Insel erkunden. Ja, ich werde auch sagen, ich sehe gerade, da drüben ist sogar ein Pfahl, ne? Wir sagen, den nehmen wir doch schnell mit, das ist einer von den Schreinen. Da gibt es sehr, sehr viele. Ich glaube, hier im Purpur ist das sogar unser erster, den wir hier sogar finden im Moment, ne? Ja, das heißt, den kann man natürlich rausziehen. Und da gibt es mehrere von. Wenn man sie alle gefunden hat, dann, ja, passiert natürlich etwas. Oh, Spoiler möchte ich ja nicht so viel. Er zerfällt und löst sich in Luft auf. Okay. Ich glaube, das war unser erster hier im Purpur. Ja, ich würde sagen, ich stelle mich kurz mal hier unten irgendwo. Ganz mal kurz irgendwo hin, wollte ich gerade sagen. Und rutsche erstmal hier runter oder so. Das ist Enteron. Ja, ich würde sagen, ich lege gleich eine Pause, eine kurze. Kann man hier rein? Nee, no. Okay. Ja, wie ich es aber mache, und der Part ist mir auch schon ein bisschen länger geworden. Würde ich sagen, kurze Pause auf jeden Fall. Muss mal kurz schauen, wie spät es ist im Moment. Ja, würde ich sagen, passt. Also wir machen auf jeden Fall noch einen Part, können wir sehr, sehr gerne machen. Aber kurze Pause, da der Part auch schon ein bisschen länger ist. Eigentlich hat immer eine Stunde. Aber ich wollte auf jeden Fall zumindest diesen Herrscher-Pokémon hier in diesem Part auf jeden Fall haben. Das haben wir geschafft, da würde ich sagen, ja, kurze Pause, 5 bis 10 Minuten und bis gleich dann.